Julian Baumgartlinger befindet sich laut Sky in Gesprächen mit dem FC Augsburg. Ja, das kommt wieder überraschend, aber der Spieler ist aktuell vereinslos und könnte uns im Zentrum verstärken, ohne dass wir großartig Geld investieren müssten. Er ist 34 Jahre, 1,84 Meter und hat 84 A-Länderspiele. Damit hat er eine enorme Erfahrung, ist halt sehr gut gegen den Ball. Ich glaube, viele kennen ihn mittlerweile auch aus seiner Leverkusener Zeit. Und hat einen Marktwert von 800.000 Euro. Er hatte halt das Problem, er war in den letzten zwei Jahren, wie hier im Text, sehr heftig verletzt. Er hatte letztes Jahr zwei Knie-OPs, ist damit 188 Tage ausgefallen, hat auch nur 7 Spiele gemacht. Und im Jahr 2020/21 ist er mit einer Kreuzbandverletzung 114 Tage ausgefallen. Über seine gesamte Karriere machte er 575 Spiele, erzielte 23 Tore und machte 36 Vorlagen. Er flog dreimal mit der roten Karte vom Platz und fünfmal mit Gelb-Rot. Er ist schon ein Spieler, der in seiner Primetime natürlich uns hätte helfen können. Jetzt ist die Frage, wie sehr haben ihn seine Verletzungen zurückgeworfen. Er selber wurde mit der Austria Wien in Verbindung gebracht und mit Holstein Kiel in diesem Jahr. Das hat scheinbar aber nicht geklappt, das ist jetzt auch schon etwas länger her. Er selber möchte gerne nochmal in der Bundesliga angreifen und schaut sich deswegen auch nochmal hier gezielter um. Und ja, nachdem wir Leverkusen geschlagen haben, kam es jetzt scheinbar wirklich zu Gesprächen. Ich weiß nicht, Leute, was sagt ihr? Ich finde, er ist, wie gesagt, er hat sehr geile Karriere gehabt, sehr konstanter Spieler, der wirklich gut gegen den Ball ist, ein Leader, ein Führungsspieler, war auch Vizekapitän bei Bayern 04. Er könnte schon mit seiner Erfahrung helfen, vor allem wenn mal im Zentrum jemand ausfällt, ne? Gueso da unterstützen gegen den Ball auf der 6. Aber das wäre halt wirklich ein kurzfristiges Projekt und wir hätten in der Breite einen Spieler, der uns mit seiner Erfahrung halt weiterhilft. Also ich bin nicht komplett dagegen, ne? Wir sind uns einig, wir brauchen auch andere Spieler. Wir haben zwar jetzt ein geiles Spiel gegen Leverkusen gemacht, aber ein Stürmer soll ja angeblich noch kommen. Mal sehen, was kommt. Ich halte mich da jetzt bewusst zurück. Wir haben viele Namen, die im Gespräch bei uns sind. Aber jetzt haben wir ja erstmal unsere Punkte geholt, sind ein bisschen entspannter, können jetzt in Ruhe planen. Und ich, wäre ich Entscheidungsträger, würde mir das mit Baumgartlinger tatsächlich überlegen, wenn er ein günstiges Gehalt nimmt, nicht viel verdienen will. Mit seiner Erfahrung kann er da auf jeden Fall helfen. Aber die Frage ist halt, nimmt er dann den Jungen halt wieder Spielpraxis weg? Wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen, dass es passt. Schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu. Was haltet ihr von Julian Baumgartlinger und FCA? Ansonsten, die Fananalyse kommt ein bisschen später. Ich denke, erst Richtung Dienstag. Wie gesagt, ich bin immer noch in Spanien und es wird einfach ein bisschen dauern. Das Video ist immer ein bisschen aufwendiger, aber ich freue mich drauf. Und das wird auf jeden Fall noch kommen, das Video. Ich halte euch jetzt nur noch bis Montag mit den Blitzinfos hier auf dem Laufenden. Und dann geht es wieder rund. Euer Dennis und schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Gerücht haltet, wo scheinbar wirklich schon Gespräche wieder stattfinden. Ciao!